Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Railroads Online. Nachdem wir da unseren Güterbahnhof hier gebastelt haben, geht's weiter mit der Hauptstrecke Richtung Tal. Und da habe ich schon ein bisschen rumgebaut. Ich habe einerseits hier diese neue Brücke mal hingebastelt. Ich denke, die sieht eigentlich noch ganz schön aus, macht hier eine schöne Kurve und tut's mal diesen Grafikglitch mit den Schienen ignorieren. Ich weiß nicht, warum er das jetzt macht. Eventuell liegt es an der RTX 4090, die ich jetzt habe, dass da irgendwas nicht passt, aber ja, es ist unschön. Aber es ist, ich glaube, den Baum hier, den werden wir hier abreißen. Ist ein bisschen schöner aus. Und bin dann hier schon mal ein bisschen weitergefahren. Bis hierhin. Und weiter habe ich noch nicht. Die Idee ist, ich möchte da hinten gern auf eine Plattform, diese Ebene hochkommen. Und zwar ist es, glaube die hier, oder? Ja genau, auf diese Ebene da. Da bin ich auch schon in der ersten Staffel oben gewesen. Und dann von hier hinten, da dann den Brückenansatz machen. Auch darüber. Irgendwie. Ich weiß, das ist ein bisschen ein hoher Punkt, um das zu starten. Man könnte es natürlich auch versuchen, dass man das von hier unten macht. Aber ich glaube, ich werde wirklich... Beziehungsweise von der Ebene wäre es hier auch noch was. Und damit ist so eine Kletterpartie da hinten wieder. Ja, soll ich es bauen? Das wird jetzt spaßig. Habe ich schon beim ersten Staffel ganz viel Spaß gehabt bei dem Part hier. So. Vielleicht unser Gleis. Frag mich, ob wir da hier nicht schon mit einer Kurve anfangen. Okay. Steinfundament. Bitte so. Machen wir jetzt mal hier den Zirkelmodus wieder an. Dann schauen wir mal. Ja, mit Kurve, die wir hier schon anfangen. Das wird hoch. So. Muss er jetzt dann halt wirklich experimentieren, wie ich es mache. Komm, bitte einmal snappen. Wenn wir jetzt hier 110er Kurve machen. Das ist aber sicher eine enger werdende Kurve. Und da habe ich jetzt auch, dass eine Kurve auf eine Kurve kommt. Das will ich eigentlich nicht. Auf eine Kurve kommt eine Gerade. So. Wir machen das hier mal gerade. Sieht man zwar die Kurve weiter raus, aber ich will das so. Okay. Schauen wir uns das mal hier an. Gerade und dann jetzt hier wieder die Kurve. Sprich, das kommt wieder weg. So, einmal Stein. Was passiert, wenn ich da jetzt schon auf minus 100 gehe? Könnte man machen, okay. Sehr gut. So, und wenn wir dann jetzt hier weiterfahren, brauchen wir spätestens hier eine Brücke. Und jetzt will ich mal kurz schauen, wo ich da theoretisch hinkomme. Ich glaube, ich möchte dann hier rauf. Oder? Wo ist denn diese Plattform? Wo ist diese Ebene? Hier. Hierhin irgendwie. Schauen. So würde ich dann hier reinkommen. Minus 250. Ich tue das mal ganz kurz temporär hier platzieren. Dann kommt man hier auf die Ebene. Ich glaube, das gefällt mir.
gibt halt hier eine schöne Brücke. Ja, dann haben wir hier eine Kurve. Okay, cool. Ja, ich glaube, das gehört mal. Das macht mal. Was für eine Brücke nehmen wir? Ich glaube, wir nehmen noch mal diese neue Brücke. Aber machen jetzt mal Fireproof Red. Hier Abwechslung haben. Fahren mit der jetzt darüber. Ja, da ist sie. Ah, ich hätte das Geländer gerne auf der anderen Seite gehabt. Kriege ich das, wenn ich sie anders ziehe? Ganz kurz probieren. Ich mache mal hier ein kleines Gleisstück. Dann ziehen wir die Brücke von da. War ja jetzt dann plus 260, ne? 260 kommt das hin. Bin ich richtig? Werde ich gleich sehen? Ja, fast. 50. Ja, okay. Yes! Jetzt ist es auf der anderen Seite. Und dann tun wir das hier automatisch verbinden. Zirkelmodus aus. Cool. Machen wir hier mal einen auf Förster. Will ich hier schön frei haben. Also eine Funktion zum automatisch Bäume löschen beim Bauen, das wäre halt schon geil. Aber ich hoffe, sie überlegen sich noch irgendwas mit den Kosten, dass das Bauen hier nicht kostenlos ist. Willst du den Baum hier? Okay, den muss ich glaube ich von oben machen. Weg. Das sieht gut aus. Du gehst bitte auch weg. Und du auch. Habe ich da jetzt einen übersehen? Ja, vielleicht tue ich euch noch weg. Der Kollege hat hier. Gehen wir nach oben auf die Brücke. Södele. Du bist noch weg. Störst du ebenfalls. Besser. Komm, geh weg. Lass mich jetzt das löschen. Komm jetzt. Ah, oh, Spiel. Da, während ich schon mal hier oben bin. Da muss ich jetzt echt die Brücke abreißen, nur wegen dir. Weil ich den blöden Baum hier da nicht fahren kann. Oh. Ah. Okay. Dann ziehen wir das Ganze halt nochmal neu. Ist jetzt nicht so tragisch, aber trotzdem nervig. So, noch Moment, ich wollte das ja in Rot haben. Spiel! Schön. Und einmal wieder hier rüber. Ach, den Part habe ich auch falsch. Was passiert, wenn ich das automatisch machen lasse? Passiert Scheiße. Okay. Das auch wegmachen. Und dann war das jetzt 2,50. Ich bitte.
Gut. Und das letzte Stück hier, auch in Rot. Warte, dass er sich das nicht merkt, dass ich da Rot ausgewählt habe. Wunderbar. Baum, du musst weg. Ja, da haben wir doch eine richtig schöne Brücke hier. Mit dem Geländer an der sicheren Seite, dass man hier nicht runterklatscht. Auch wenn da auf der linken Seite natürlich auch blöd ist. So, und jetzt dann hier weiter abholzen. Aber das müssen wir, glaube ich, hier nicht zwingend mit der Kurve machen. Sprich, wir reißen das ab. Besten hier hin. Zirkelmodus bitte. So, ich habe ja gesagt, auf eine bekommt eine Gerade. Oh. Jetzt die Kurve. Bei eine ganz leichte hier. Bisschen Steigung. Cool. Eigentlich ist das mit dem Abholzen eine blöde Idee, dass ich das jetzt schon mache. Es könnte ja sein, dass ich die Strecke ja ganz anders dann mache. So, da können wir jetzt mit dem normalen Gleisbett weiterfahren. Z-Steigung. Gut, ich glaube, das passt jetzt dann auch von der Höhe. Dann können wir hier wieder gerade werden. Kurve lasse ich mal so. Wobei, wir könnten eigentlich gerade weiterfahren. Schauen wir mal. Haben wir da schon mal richtig. Ach nee. Das wäre dann wieder enger werdende Kurve. Auch nicht. Hier mal wieder ein Stück gerade. Eigentlich könnte man hier oben eine Ausweiche machen und eventuell noch einen Wasserturm hinstellen. Platz wäre hier eigentlich genug. Das glaube ich, halte ich mir als Option nochmal frei und erstmal hier eingleisig runter. Und dann kann man erweitern. Sidra. Kurve. Bitteschön. Echt 250. Nicht ganz. Und wir gehen da leicht nach unten. Wo wäre jetzt der Brückenansatz? Geht dann hier. Und dann hier gerade fahren. Beziehungsweise ich werde das letzte Stück dann, nachdem es ein bisschen nach unten geht, hier mit Stein machen. Geht nicht zu tief. Okay. Ich glaube, das tut. Brückentechnisch. Ich glaube, wir gehen da auf die klassische Holzbrücke. Aber für die, glaube ich, sind wir zu hoch. Machen wir vielleicht. Gehen wir vielleicht doch mal mit der 9 hier. Mal, wenn ich das jetzt so ziehe, dann ist das Geländer auf der linken Seite. Ja, ist okay.
So. Halt. Nehmen hier Old. Jetzt beginnt das mit Bauen. Das müsste jetzt aber eigentlich einfacher gehen. Wo möchte ich eigentlich hinkommen? Eigentlich hier rauf. So, Zirkelmodus ist an. Und da hinten ist die Brücke. Achso, na, die hat jetzt eine Steigung drin. Kommst du mal daher, bitte? Boah, ist das geil. 400. Na, wir brauchen einen Radius. Cool, dass ich hier oben bin. Eigentlich nicht so, oder? Mal ganz kurz auf der Karte cheaten und schauen, wo ich gerade bin. Ja, doch, die Ebene wäre gar nicht mal so schlecht, dass ich hier bin. Okay. Hier weiter mit der nächsten Brücke. Ich hätte gerne kleinere Schritte. Ja. Ah, in welche Richtung du es jetzt gerade verändern? Brücke, kommst du mal wieder her? Das wäre jetzt oh, super, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Radius vergrößern. Da, jetzt. Also, komm her mit dem Radius. Wieso kommt sie jetzt nicht mehr? Nichts doof. Wieso kommt sie jetzt nicht mehr? Ah, jetzt ist sie wieder da. Hä? Was zum? Jetzt. Komm, tu sie platzieren, bitte. Danke. Ist dir das jetzt zu hoch? Das ist zu hoch. Hier auf der Ebene. Schauen wir mal, dass wir hier auf die Ebene kommen. Ich mache mal gerade das Kreuz hier hin. Dass ich weiß, wo ich das gemeint habe. Schade, schade, schade. Wo sind meine Schienen? Da sind sie. Sehr gut. Ich probiere es jetzt mal mit der. Ob ich jetzt das Ding. Ach, da ist es. Okay, Brücke, komm mal bitte hierher. So, hätten wir hier eine Steigung. Eine von 4. Das ist kacke. Das ist zu viel des Guten. Hierhin. Mal zum Schauen, was es brauchen würde. 6. Wow, das wäre viel. Nein, das machen wir nicht. Gut.
Eine Stahlbrücke wird's. Könnte man dann nochmal umbauen, dass man hier unten Fundamente irgendwie hinsetzt, damit sie glücklich ist. Brücke Nummer 3. Und wieder darüber. Hierhin war das, glaube ich, gell? Ja. Brücke, wie bist du jetzt ausgerichtet? Achso, wow. Das wird den Gefälle müssen wir jetzt natürlich wieder wegnehmen. So, komm her mal bitte. Kann ich die Dichtung ausgehen? Könntest du das bitte platzieren? Jetzt wieder die Holzbrücke ausgewählt. Okay, war schon Brücke 3. Und dann lass mich das nicht platzieren. Nicht, dass das auch für dich zu hoch ist. Auf hier. Ach komm schon, jetzt soll das mal bitte platziert hier. Bitte, danke, platzieren. Ist es jetzt schlecht? Sehr schlecht. Zweieinhalb wäre ich hier unten. Okay, komm mal her bitte. Ich glaube, ich klatschte mir da voll in die Wand rein. Ah na, es wird gehen. Ach so. Hierhin kann ich sie bauen, aber da oben hin nicht. Ah, Mann. Nicht mal so schlecht, also das ist halt brutal hoch. Gehen wir mal nach unten. Geronimo! Heftig. Okay, ja, dann werde ich mit dem erstmal so arbeiten. Ich hätte aber gerne Holzblöcke gehabt. Muss ich mal ein bisschen experimentieren, aber holy shit, ist die hoch. Aber wie mache ich denn jetzt hier weiter? Das ist ja geil. Vor allem, ich komme jetzt da gerade nicht rauf. Kann ich dich vielleicht trotzdem irgendwie snappen? Geht das? Snap, 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 snap. Nö. Dann. Jetzt hat es jetzt sehr gut funktioniert. Juhu, hab's geschafft. Mit Stein weiter. Gefälle 4. Boah, das wird tough. Hätte ich gerne gerade. Mal lassen auf minus 2. Wir könnten hier eigentlich wieder mit dem normalen hier weitermachen. Shit, da geht ja der Hügel wieder nach oben. Hm.
Wir müssen hier irgendwie durch. Mit einem halbwegs anständigen Winkel hin. Das wäre zu eng. Dann kann man hier durch. Maximale wäre dann 100. Wird es 100 an hier. Jetzt schauen wir, wie das aussieht. Hier war die gerade. Aber geht mal weg. Ich muss das mal kurz ansehen, wie das aussieht. Wieder mit der Brücke drüber. Nehmen wir mal die allererste Brücke. Nur zum Gucken. Es wäre schon schön, wenn ich hier auf dem Plateau hier oben wäre. Weil ich meinte, dass. Achso, hier geht es dann einfach nach oben. Das ist auch nicht so geil. Ein bisschen Exploratory machen. Hier so lang fahren. Die Idee ist, dann hier weiter zum Wasserfall zu kommen. Der hier hinten ist. Oh, hier müssen wir nochmal eins nach oben, sehe ich gerade. Da drüber und auf der Hinterseite wieder runter. Das wäre der Plan. Jetzt gucken, wenn ich hier auf dem Plateau hier oben sein muss, dann muss ich da hinten sauber raufkommen. Die Ebene brauche ich hier. Fängt ungefähr da an. Okay, hier mache ich mir mal ein Fixchen. Jetzt ist die Frage, da hinten, glaube ich, in der Mitte, glaube ich, sehe ich die Schienen. Muss man hier irgendwie drauf. Es wird ein Bumpy Righty da. Einfach mal so aus Neugierde würde ich jetzt hier Brücke machen. Ich will jetzt gerade mal schauen, wie ich dann hinkomme und wie das Gefälle bzw. die Steigung sein müsste. So. Dass ich eine Referenz habe. Das sind die Schienen. Ach, und da hinten ist der Punkt. Komm, mach mal schneller, bitte. So. Bist du jetzt weg? Okay. Ah, so. 2%, 3%, 4%. Okay, kann ich sie natürlich leider nicht bauen. Aber ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Also haben wir eine 4% Steigung hier. Alles klar. Brücken. Jetzt muss ich da irgendwie an die Felswand kommen. Beziehungsweise eigentlich an die Felswand hier. Mit 4% Steigung.
Komm, machen wir das mal ein bisschen schneller hier. Machen wir 10. Jetzt 100, 120. Na komm. Lücke, zeig dich. Ich will dich hier sehen. Auf die 1er Setting hier. Wieso darf ich das jetzt hier auch schon wieder... Oh. Komm, bitte hier hinbauen. Danke. Spiel. Das ist jetzt auch zu hoch hier. Lücke jetzt bitte platzieren hier. Wow. Ernsthaft. Ja, das ist jetzt so hoch. Und jetzt eine Stahlbrücke. Wenn er mich denn das jetzt hier machen lässt. Zu der Felswand hier hinten. Dankeschön. Sieht das jetzt doof aus hier. Jetzt habe ich halt wieder die Kurve auf die Kurve. Das ist ja kacke. Jetzt erstmal ein Stück gerade. Ich will das jetzt nicht so weit nach vorne haben, ungefähr so. Und jetzt die Kurve. Also natürlich wieder nicht, wie ich es eingestellt gehabt habe. Felswand, komm her. So, da hier jetzt dann. Sind wir jetzt hier bei 130. Was sich aber nicht ausgeht, weil jetzt sind wir dann hier im Felsen drin. Das heißt, wir müssen ein bisschen weiterfahren. Ich bin so froh, dass ich bei den ganzen Brücken die Gleise nicht mehr drauf verlegen muss. Oh, das ist so eine arschige Arbeit gewesen. Oder wir gehen jetzt mal in Einzelschritten. So, glaube ich, soll es reichen. Komm, lass mich. Dann sind wir hier schön dran vorbei. Können wir jetzt hier wieder auf Holz wechseln? Ich hätte jetzt hier gern Old. Ein Stück gerade.
Was ist, wenn wir hier geradeaus weiterfahren? Wo ist denn mein Kreuz? Ah, mein Kreuz ist da. Dann kommen wir hier auch auf die Ebene. Hier ganz leicht. So, warte mal. Das ist jetzt wieder zu viel. Ich bin hier schon ein bisschen zu tief unten. Jetzt hier 4,5 machen. Komm, jetzt lass mich doch mal wenigstens die Brücke hier bauen. Mein Gott, Spiel, bitte, danke. Das kann's doch nicht sein. Komm mal, die ganz alte hier. So schlimm ist es jetzt hier von der Höhe nicht. Kann ich die überhaupt mischen, die Holzbrücken? Können wir jetzt gleich sehen. Ich weiß, dass man sie überhaupt bauen lässt. Nein, lass mich hier rauf. Oh, schon. So, und jetzt bitte. Jetzt komm. Hier, einmal bauen. Bau, bau, bau. Komm jetzt. Bau jetzt. Mann. Jetzt hat er Stahl. Ich mache das gerade Segment hier aus Stahl machen. Jetzt muss ich nur auf die andere Seite irgendwie kommen. So, schön abreißen. Stahl. So, Brücke wäre gebaut. Schauen wir uns mal die ganze Strecke an. So, weg mit dir. Du bitte auch weg. Ja, also die Loks werden ja in jedem Fall ganz gut zu arbeiten haben, wenn sie hier rauffahren wollen. Komm, geh weg, Baum. Geh weg. Du weg. Ich meine, ich werde hier unten alle wegmachen. Okay. Die letzten Bäume noch. Ah, da habe ich einen übersehen. Ah, ist schon gewaltig, aber ich hätte halt gerne aus Holz gehabt. Vielleicht cheat ich dann wirklich mal mit diesem Fundament. Ah, und hier noch die letzten. Okay, schauen wir uns das an. Wir fahren dann hier so rüber. Da kurz. Jetzt einen komischen Knick drin. Würde ich hier vielleicht noch mal ein Stück gerade fahren? Ja, das. Fällt mir. Warte mal. Das war doch eigentlich das gerade Segment. So wird das aussehen, als wenn es hier einen Knick drin hat. Das
Auto verbinden nach hinten. Ach, sag jetzt bloß nicht, das ist dir zu kurz. Ah, und er macht wieder den Schienenbug. Ah, nee. Den ganzen Mist hier wieder neu machen. So. Zirkelmodus, gerade bitte. Geh mal ein bisschen länger. Sieht besser aus. Okay, und wir ziehen es nochmal drüber. Zum x-tausendsten Mal. Hier hin. Ah, ein bisschen noch. Das ist, glaube ich, gut. Mal kontrollieren. Ja. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Ich soll aber aufpassen hier mit dem Fastwalking. Jetzt hier rauf? Ja, natürlich nicht. So, auch hier. Die Bäume kommen weg. Wir sollen frei sein. Wunderbar. Sieht schon geil aus von hier oben, ne? Ich glaube, das wird ein Screenshot hier. Und wir sind schon über der Zeit. Wir sind bei 40 Minuten. Liebe Leute, ich würde sagen, es geht im nächsten Teil weiter. Aber das mit den Stahlbrücken, da bin ich nicht so ganz glücklich damit. Also ich glaube, ich werde mal irgendwie basteln mit Fundamenten, dass man hier irgendwie eine Steinbrücke... Holzbrücke klatschen. Also vor allem hier bei Gigantos. Wäre so geil gewesen, wenn das hier eine Holzbrücke gewesen worden ist. Aber jetzt natürlich die schönste Brücke im ganzen Spiel. So, machen wir hier noch die Bäumchen weg. Weg. Gehst du weg? Das mache ich dann später. So, und hier noch. Sieht schon krass aus. Was krass. Ja, viel lieber wäre ich eigentlich auf das obere Plateau dahin gefahren, weil dann glaube ich, hätte ich das mit der Steigung nicht gehabt. Weil jetzt hier gehen wir halt hier ironischerweise nach unten und da wieder nach oben. Jetzt, wo ich das gerade sehe, haben wir hier dann diesen Knick hier drin, was nach oben geht. Ich denke mal, für den Anfang, dass wir jetzt dann hier mal fahren können, wird das erstmal so bleiben. Schritt 2 wäre, das Ganze hier nach oben zu verlegen, damit wir hier diese Steigung nicht haben. Und dann sind wir hier halbwegs auf einer Ebene und gehen erst ab dem Wasserfall dann hinten nach unten. Das wäre viel schöner, weil, schaut euch das mal an. Da geht es jetzt hier runter und dann macht es hier den Knick nach oben. Konstant. Das ist nicht so cool. Also da werde ich... Das wird nicht so bleiben. Nur erstmal funktionell. Sagen wir es mal so. Das ist jetzt eine funktionelle Strecke erstmal. Bis es dann in schöner gebaut worden ist. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch eine gute Fahrt und bis bald. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.